Mama, was ist ein Brockhaus? Was? Was ist ein Brockhaus? Wir werden in eine verschiedene Gruppe geteilt. Mama, bitte, ich will in eine Gruppe mit Daniel. Tut dann eben halt nach dem Kindergarten spielen. Zusammen. Mama, bitte, ich tue die anderen Kinder nicht mehr. Daniel, du bist wieder gewaschen. Guten Tag, Frau Kaminski. Guten Tag. Dona? Fühlst du dich wohl in deiner Gruppe? Das gibt sie schneller. Kann die Luna nicht wieder in dem Daniel sein? Nein, Frau Kaminski, im Augenblick kann Luna nicht in Daniels Gruppe. Das haben wir doch alle schon besprochen. Geht da nicht eine Ausnahme? Glauben Sie, wir machen das, um die Kinder zu ärgern? Wir haben uns ja wirklich lange Gedanken darüber gemacht. Aber Sie können das auch gerne mit unserer Leiterin, Frau Balthasar, besprechen. Komm, Luna, wir gehen. Tschüss, Frau Kaminski. Tschüss, Luna. Tun wir heute Puppen machen? Ist hast. Au ja. Wer erster ist. Ist auf Straße. Ich krieg dich. Also ich esse mir jetzt was. Ich mach das mal weg. An den Ellbogen beim Essen. Tu auch mal nach. Heute auf dem Schrottplatz. Der Schorsch passt nie auf. Da fällt mir so ein Stahlrohr voll auf den Arm hier. Tut das doll weh? Nee, ist nicht schlimm. Aber deshalb muss ich den Ellenbogen auf den Tisch tun beim Essen. Dem Papa, dem tut oft ein Stahlrohr auf den Arm fallen. Besonders wenn wir Suppe essen. Ja, ich tue das ganz schön. Schuften muss irgendwo herkommen, das Geld. Und wenn der Schorsch und der Mickey denen mir Geld versaufen, dann mache ich nicht mit, das mache ich nicht. Papa, was ist ein Brockhaus? Weißt du das nicht? Ja, warte mal. Bleib mal hier. Mein Vater hat immer gesagt, das ist nicht schlimm, wenn man was nicht wissen tut. Das ist nur schlimm, wenn man nicht weiß, wie man das ändern tut. Ja. Das ist ein Buch, da steht alles drin. Man nicht wissen tut. Da kann man alles nachgucken. Eine schön zur Schule. Brockhaus. Brock B. Das kommt nach A. Moment. Brockhaus. Nee. Gibt's nicht, haben die nicht. Ja. Dann ist das auch nicht schlimm, wenn man das nicht wissen tut, weil dann ist das nicht wichtig. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt gewesen.
Hand fragen. Aber dann würden die Hasen Kira wohl nie wiedersehen. Papa, warum tut die Hasen? Na, zwei hat ja jeder. Aber das dritte, das guckt direkt ins Herz. Dort legt er ein Ei an sie. Die gelähmte Beute bleibt Martin? Der Fisch und zieht später seiner Larve als Nahrung. Ja, Martin! Noch mal husten, bitte. Ja. Ich würde gerne ein Blutbild von Ihrer Tochter machen, Frau Kaminski. Mhm. Hast du das gemalt? Ja. Und was ist das? Das ist ein Hund. Und das da unten, das ist dein Name. Den lerne ich erst in der Schule schreiben. Also, Lona, wenn ich sagen würde, das tut nicht weh, würde ich lügen. Aber ich piek's nur einmal ganz kurz. Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei, gleiches überstanden. Au. Toll, wie du das machst. Ganz tapfer, Lona. So. Welche Zahlen kennst du denn, Lona? Eins, zwei, vier. Weißt du schon, wie alt du bist? Fünf. Mhm. Zeig mal. Frau Kaminski, ich möchte Ihnen einen Rat geben. Frühförderung. Wissen Sie, was das ist? Ich möchte ganz offen zu Ihnen sein. Ich kenne Lona jetzt schon seit ihrer Geburt, seit über 5 Jahren. Und im Vergleich zu anderen kleinen Patienten, die ich betreue, fällt auf, dass Lona nicht auf dem gleichen Wissensstand ihrer Altersgenossen ist. Ich habe die Frühförderung auch schon Eltern anderer Kinder empfohlen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Außerdem ist es gut für die Kinder. Reden Sie mal mit Ihrem Mann darüber. Muss man ja nicht überstürzen. Wiedersehen. Wiedersehen. Der hat gesagt, die Lona ist zurückgeblieben. Zurückgeblieben hinter was? Im Kopf. Ja, der sieht eben jeden Tag Kinder. Der kann eben vergleichen. Ja. Aber wenn wir jetzt diese Förderung machen, was sollen denn dann die Leute denken? Da weiß ich doch nicht, was die denken sollen. Die denken doch sowieso, was die wollen. Du? Den Antrag, den können wir ja stellen mit dem Dr. Wente. Das muss man ja dann nicht machen. Du darfst da so viele Anträge stellen, wie du willst. Das ist wie so ein Kostenvorschlag. Ja.
auf dem Schrottplatz. Das tut der Chef dem Kunden geben, den Vorschlag. Und der Kunde, der muss das dann nicht machen, wenn er das nicht will. So können wir das auch machen. Gabriele Lose, Jugendamt Karlsruhe. Frau Kaminski? Ja. Der Antrag auf Frühforderung, den Sie an uns gerichtet haben, wurde angenommen. Ja, gut. Ja, und jetzt bin ich hier, um Ihnen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Wohnen Sie dann auch hier? Nein, ganz in der Nähe. Ich besuche Sie jede Woche. Was halten Sie denn davon, wenn ich reinkomme? Wir machen gleich ein paar Termine fest für nächste Woche. Hm? Danke. Also, Dienstag, 15 Uhr. Und am Donnerstag auch 15 Uhr. Mhm. Und dann können wir ja weitersehen, hä? Mhm. Luna, komm, kommst du mal bitte? Guten Tag. Tu der Frau mal guten Tag sagen. Das ist die Frau Lose. Guten Tag. Tag, Luna. Ich komme jetzt jede Woche zu euch. Da können wir irgendwas zusammen machen. Hast du Lust dazu? Tust du dann auch mit mir spielen? Mhm. Erkennst du zum Beispiel Domino? Nee, das tut die Luna nicht kennen. Das heißt aber nicht, tust du mit mir spielen, das heißt, spielst du mit mir. Ja, also bevor ich gehe, möchte ich mir noch kurz die Räumlichkeiten angucken. Wohnzimmer, Kinderzimmer und Bad. Ja, aber... Ja, Sie wohnen hier, aber für mich ist das alles ganz neu. Aber es ist noch nicht aufgeräumt. Nein, das muss ich alles kennenlernen. Das macht gar nichts, dass es nicht aufgeräumt ist. Frau Kaminski, ich bin doch Familienhelferin. Da stehe ich doch ganz auf eurer Seite. Zeigst du dir mal dein Zimmer? Macht Luna eigentlich noch ins Bett? Sag mal, wollen wir drei denn mal zusammen ein Eis essen gehen, wenn schönes Wetter ist? Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Sagen Sie, Frau Kaminski, kann ich denn irgendwann mal eben mit Ihrem Mann sprechen? Eigentlich ist er am Wochenende immer da. Ah, am Wochenende. Na gut, dann komme ich samstags. Tschüss, Luna. Tschüss. Die war nett, die Frau. Mhm. Soll ich denn mit einem feinen Hemd? Das wird doch nichts. Gleich kommt doch die Familienfrau. Zieh das nicht an. Ich tu nie feine Hemden anziehen. Die will auch nicht, dass man Tu sagt. Sagen, was ich will. Du, der George und der Mickey, die sprechen wie... Die tun viel weniger Wörter, wie ich wissen. Da soll sie doch mal hingehen, die Familienfrau. Martin? Na gut. Okay. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Guten Tag. Tag. Tag, Herr Kaminski. Tag. Luna! Ja? Komm mal. Gleich. Wollen Sie was trinken? Ja, gerne. Einen Kaffee. Mhm. Du mir auch was trinken.
Was tun Sie denn jetzt mit Lona machen? Ich beschäftige mich mit ihr. In ihrem ganz normalen familiären Umfeld. Ein Kind, das gefördert werden soll, muss auch gefordert werden. Das kann auch in Form eines gemeinsamen Spiels geschehen. Kennen Sie das, Memory? Jetzt sind Sie wieder dran, Herr Kaminski? Ich weiß es schon. Ich weiß es. So, und wieder umdrehen. Jetzt bist du dran. Ja. Wo ist der zweite Fischlunge? Sehr gut. Nein, Herr Kaminski, da, jetzt ist Lona noch mal dran. Wenn man ein Paar hat, dann darf man noch mal. Das ist wie eine Sechs. Bei Mensch, ärgere dich nicht. Bitte umdrehen. Lona? Das ist Pippi Langstrumpf. Kennst du das? Das ist für abends zum Vorlesen. Da höre ich immer Kira. Kira tut auf einem Bauernhof wohnen. Und der ihre Freundin ist eine Katze. Mona hat drei Augen. Also Pippi Langstrumpf hat den Vorteil, dass es um ein Mädchen geht, das mit ganz normalen Kindern Umgang hat und nicht mit trauigen Katzen. Bitte. Das schenke ich dir. Frau Kaminski? Sie sind dran. Ich hab ein Schloss. Thomas und Annika streichelten das Klar. Das war der Frosch. Da gab es ein Wohnzimmer und ein Schlaf. Als ob Pippi vergessen Papa, hätten. Kannst du mir denn nicht lieber eine Geschichte von Kira und der ihrer Katze erzählen? Also, die Schweinemama hatte zwei kleine Ferkel und die hießen Schorsch und Mickey. George und Vicky standen den ganzen Tag im Dreck rum. Was darf ich Ihnen bringen? Heute darfst du bestellen, Lone. Ich esse mir ein großes Eis. Einmal einen großen Eisbecher? Deine Mutter und ich wollen vielleicht auch ein Eis essen. Bestell doch für uns zusammen. Also drei Eisbecher? Ja. Und? Wie gefällt dir Pippi Langstrumpf? Gut. Was ist in einem großen Eisbecher drin? Vanille? Ich kann das ohne Brille gar nicht lesen. Das kann deine Mama dir sagen. Vanille, Schokolade, Erdbeere, Banane, Pistazie. Die Lona mag keine Pistazie. Nee, das tue ich nicht mehr. Das heißt, das mag ich nicht. Und du hast doch den Eisbecher gerade selbst bestellt. Dann musst du ihn auch essen. Danke. Guten Appetit. Bitte auch die grüne Kugel, Lona. Die kannst du haben. Ich habe ja mein eigenes Eis, Lona. Ist bitte auch die grüne Kugel.
Nein. Luna? Du musst das nicht essen. Die Luna muss nicht essen, was sie nicht essen mag. Wie sie meint. Spaghetti. Gleich, Herr Kaminski. Ich bin gleich fertig. Was machen Sie denn da? Ich untersuche Luna. Wieso? Ist untersuchen? Ist die Herrin krank? Petra! Petra! Nein. Ich vergewissere mich, ob Ihre Tochter in hygienischen Verhältnissen liegt. Na, ob sie überall sauber ist. Auch untenrum, verstehen Sie? Komm, du kannst doch nachher duschen. Haben Sie ein sauberes Handtuch? Das dürfen Sie nicht. Sie dürfen Luna nicht so anfassen. Doch, Herr Kaminski, das darf ich nicht nur. Dazu bin ich sogar verpflichtet. Du kannst dich wieder anziehen, Luna. Warte ich. Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich die Mitarbeit von Ihnen beiden bei der Frühförderung vermisse. Die Frühförderung funktioniert dann optimal, wenn meine Arbeit von den Eltern ergänzt wird. Und Luna hat diese Förderung dringend nötig. Luna kann nicht zählen, kann ihren Namen nicht schreiben, hat den Wortschatz einer Dreijährigen, bildet Sätze mit Tun und dem Genitiv ist sie in ihrem Elternhaus auch noch nie begegnet. In einer von diesen Fällen. Genau. Es heißt nicht dem Daniel sein Vater, es heißt Daniels Vater. Und es heißt auch nicht, ich trinke mir jetzt was. So denn nicht? Ja, weil es logisch ist, dass man Nahrung selbst zu sich nimmt. Wenn Sie einen Kollegen auf ein Getränk einladen, Herr Kaminski, dann sagen Sie doch auch nicht, ich trinke dir jetzt was, oder? Bei uns heißt es dann Prost. Luna hat einen Entwicklungsrückstand, einen beträchtlichen Entwicklungsrückstand. Und das ist eindeutig auf das intellektuelle Niveau ihrer Eltern zurückzuführen. Sie meinen, wir sind zu dumm. Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn ich Ihnen Pippi Langstrumpf zum Vorlesen gebe, dann muss das Buch auch gelesen werden. Aber die Luna mag Kira viel lieber. Es geht aber nicht darum, was sie besser findet oder was sie lieber hat. Es geht darum, was gut für sie ist. Luna ist 5 Jahre alt. Wie soll sie denn entscheiden, was gut für sie ist? Also müssen wir das für sie tun. Punkt. Sie sind doch Familienhelferin. Sie helfen aber überhaupt nicht. Sie tun nur sagen, was wir machen sollen. Genau dazu bin ich da. Sie sollen Luna nicht mehr so anfassen. Punkt. Nicht das machen, was ich sage. Dann werde ich dafür sorgen, dass man Ihnen Luna wegnimmt. Das können Sie nicht machen. Ja, das will ich auch nicht. Aber wenn Sie meine Anordnung nicht... Die können uns Luna überhaupt nicht wegnehmen. Luna ist nämlich unsere Tochter und nicht Ihre. Ich diskutiere doch nicht mit Ihnen über Sachen, von denen Sie überhaupt keine Ahnung haben. Wir wollen nicht mehr, dass Sie uns weiterhelfen tun. Sie haben doch die Frühförderung beantragt. Die ist nur vorbei. Donnerstag um 3 ist der nächste Termin. Können die klingeln, bis sie schwarz wird?